Herzlich willkommen bei den German Trans Boys. Es ist wieder Freitag. Das Thema dieser Woche ist, was ist mir wichtig? Neben den üblichen Sachen wie Pünktlichkeit, Treue, Freundschaft, Familie und zum Geschmarre habe ich noch ein paar andere Sachen, die mir sehr wichtig sind. Meine Haustiere, ich habe einige davon. Die sind mir wirklich sehr, 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 sehr wichtig. Ich habe heute auch ein neues bekommen. Auch gerade gehört. Ein neues Baby. Das da ist meine neue Katze. Ist sie nicht süß? Machen wir es nochmal. Passt noch auf, eine Hand so klein ist die. Ist sie nicht süß? Mein Gott. Ich liebe sie einfach. Ist Tauken, ist eine ganz tolle Katze. Ne? Ja. Kommt da sofort her zu mir. Und muss sich auf meinen Schoß. Ist ganz, 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 ganz toll. Was mir noch wichtig sind Videospiele, weil die mich entspannen und mir Spaß machen und ich da super mitfiebern kann. Ansonsten habe ich noch ein paar andere Sachen, die mir wichtig sind, wie meine Hobbys, Filme machen, Filme schneiden, bearbeiten, auch wenn ich jetzt keine guten Programme im PC habe. Ich habe jetzt seit neuestem After Effects, damit kann ich noch nicht so ganz umgehen und das war auch einer der Gründe, warum letzte Woche mein Video ausgefallen ist. Es hat dauernd ohne Ton gespeichert. Dann habe ich herausgefunden, warum. Dann hat es sich gelöscht. Dann habe ich es nochmal gespeichert, nochmal neu bearbeitet. Und dann hat die Datei plötzlich 32 GB gehabt. Und hätte mich ewig lang gebraucht, um sie hochzuladen. Und deswegen kam letzte Woche kein Video von mir zu dem Thema Haare. Ja, was ist mir noch wichtig? Wichtig sind mir noch die Rocket Beans. Weil ich die einfach schon seit ich klein bin verfolge und die für mich eine ziemlich große Entspannung sind, wenn ich heimkomme von der Schule, von der Arbeit, woher auch immer und die nebenbei laufen lasse, bei mir wieder alles gut. Ja, was ist mir noch wichtig? Ist schwer zu sagen, also es ist nichts Materielles, außer meine Tierchen und meine Freunde, aber das ist ja nicht wirklich materiell. Ja, also kein bloßer Gegenstand, an dem ich sehr, sehr, sehr hänge und sage, hey, den will ich unbedingt behalten, der ist mir sehr wichtig, sowas habe ich nicht. Wobei an jedem Gegenstand, den ich habe, auch gewisse Erinnerungen hängen. Also nicht an allen, aber es gibt schon welche, wie zum Beispiel meine Figuren, die ich im Disneyland gekauft habe. War hier bei meiner Schwester im Urlaub, hier Jeb und Jeb. Da hängen schon die ganzen Erinnerungen von dem Urlaub drin und viel Spaß und auch Kindheitserinnerungen an die ganzen alten Disney-Filme, die ich so mochte und mag. Hier Pinocchio. Dann habe ich diese große Baloo-Figur, die habe ich schon mal gezeigt. Peter Pan. Und sowas. Mickey mit dem Schloss. Ich denke gerade an meinem Headset-Kabel fest hier. Also die Figuren sind mir schon wichtig. Ich sammle auch gern so Figuren und sowas. Aber jetzt nicht so, dass ich sage, ich könnte ohne sie nicht mehr leben. Was mir noch wichtig ist, sind meine Tattoos. Ich habe mehrere davon. Ich habe 8 Stück, glaube ich. Und ja, jedes von ihnen hat eine andere Bedeutung, obwohl es einfach nur, sage ich jetzt mal, Fandom-Tattoos sind. Also die haben alle was mit Serien, Filmen oder sowas zu tun. Ich habe hier das Supernatural-Tattoo. Ich habe am Arm Doctor Who und Naruto-Tattoo. Ich habe am anderen Arm, wo gerade Hauke so halb schläft. Komm mal her. Komm mal her, Hauke. Habe ich ein Sherlock Holmes-Tattoo. Da so. Und noch ein Doctor Who-Tattoo. Ich habe am Bein Rocket Beans-Tattoo, Harry Potter und Captain America. Die alle haben schon einen gewissen Hintergrund. Natürlich, dass ich es mag. Und auch noch ein bisschen tiefgründiger den Hintergrund. Was mir noch wichtig ist, ist mein Freund und dass ich auch mal Zeit finde, um runterzukommen und dass ich einfach mal meine Ruhe habe und für mich sein kann. Das ist mir auch immer ganz wichtig, ansonsten kann ich mich nicht entspannen und nicht runterkommen. Ich habe Ticks, wo ich dann sofort meine Wohnung umgestalten, aufräumen muss, was auch immer. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe hier hinten nicht mal meine Couch. Ich habe hier hinten jetzt einen riesen Sitzsack und so eine kleine Runterkommecke, an der ganz, ganz viele Bilder hängen. Na?
Ja, das sind so die Sachen, die mir eigentlich am wichtigsten sind. Und jetzt hier Hauke natürlich. Und meine alte Katze. Meine ältere, Jarvis. Die sich gerade noch nicht zeigen lässt, weil sie böse ist, dass ich jetzt Hauke habe. Kommst du runter, schaffst du es? Ja, runter mit dir, du schaffst es. Du schaffst es. Ich klettere immer überall hoch, traut sich aber nicht mehr runter. Na, Mountsee-Wild. Na gut, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns nächste Woche und bei dem Haar-Video vor allem, das heute noch hochkommen wird. Ja, bis nächste Woche dann. Ciao.